Nummer 3, Grübe der Feinde, Fall der Vaterkampf, so angeregt. Der stimmt schon mal. Der auch. Der auch. Und der passt. Die Feuerwehr aus Bensheim, zweimal die Feuerwehr aus Heppenheim, die Feuerwehr Gößnitz, Grasbrunner Feuermox, Feuerwehr Erlangenbruck, die Feuerwehr Mainleus, die Feuerwehr Forchheim selbstverständlich, die Feuerwehr Bogenhofen, die Brandwehr Langendijk, die Feuerwehr Immermannstadt, Feuerwehr Gersfeld, die Feuerwehr Bamberg, Freunde aus dem Feuermuseum Nürnberg, die Feuerwehr Neusses, die Feuerwehr Auerbach, die Feuerwehr Fohnstrauß, die Feuerwehr Friedberg, die Feuerwehr Welzheim, die Feuerwehr Höckstadt, die Feuerwehr Schnelldorf, die Feuerwehr Pleinfeld und die Feuerwehr aus Bad Steben. Ein herzliches Willkommen noch einmal und Applaus. Neben der Feuerwehr gibt es auch einige private Sammler, die bei uns zu Gast waren. Unter anderem der Herr Arnett, der Herr Schneider und viele weitere auch. Auch an diesen Persönlichkeiten ein herzliches Dankeschön.
Ich darf jetzt noch zwei Sonderpreise übergeben. Einmal den Preis für die weiteste Anfahrt. Und zwar darf ich begrüßen und auf die nach vorne bitten unsere Freunde aus Holland. 860 Kilometer einfach die Feuerwehr aus Langendijk. Und der zweite Sonderpreis geht an das älteste Fahrzeug. Da darf ich die Feuerwehr Fohlen-Strauß nach vorne bitten mit ihrer Tragkraftspitzenfahrzeug aus dem Jahre 1928. Das offizielle Oldtimer drin ist jetzt praktisch vorbei. Ihr dürft auf alle Fälle noch gern sitzen bleiben. Es gibt noch genug zu essen und genug zu trinken. Die Sonne kommt, ist jetzt mittlerweile auch da. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald. Vielen Dank. Applaus